Herzlich willkommen zu Folge 18 von Die Siedler 2 History Edition Weltmission. Nee. Weltkampagne, so. Mission Europa. Wir gehen jetzt erstmal da hoch. Mal schauen, was wir dort vorfinden. Weil da wären ja hier ganz viele Einheiten frei. Nehmen wir die Türme ein. Okay. Es wird hier auch noch planiert. Jetzt funktioniert das noch ganz gut. Ja, wir scheinen jetzt hier. Einen kleinen Landweg nach Großbritannien zu haben. Dann ist aber das hier fast zu weit weg, könnte ich mir vorstellen. Mal weiter vorne noch eins. So, weil vielleicht, da ist jetzt wieder eine ganze Ecke rausmarschiert. Wir sind da noch drin. Und hier sind keine mehr drin. Schick mal alles nach vorne, was geht. Da habe ich nämlich die Hoffnung, dass jetzt hier auch die letzten voll rausgehen. Wenn wir das eingenommen haben. Shit, ich hatte die Hoffnung, dass da hinten jetzt noch Gegner sind. Dass der Turm hier nicht leergeräumt wird, sondern noch nah genug an der Front steht. Könnte aber. Ich glaube, das hier ist das Zeichen, dass er noch nah genug dran steht. Yes. Sehr gut. Die letzte Einheit ist hier raus. Dann können wir hier. Nein! Okay, er geht direkt raus. Schon, ob die auch direkt alle verschwinden. Gut aus. Lassen wir die mal fröhlich abzählen und dann reißen wir das ab. Alles bis zum Turm.
So. Okay, wir sind hier schon am Ende. Also da kommt nicht mehr wirklich was. Das sehe ich erst jetzt. Habe ich gar nicht darauf geachtet, dass die Grenze da zu Ende ist. Dann brauchen wir das, glaube ich, nicht an der Stelle. Frage ist trotzdem, ob das zu weit ist von hier oben. Und das möchte ich eigentlich nicht riskieren. Das wäre sehr fatal. Weil da doch einige gute Einheiten sitzen. Nichtsdestotrotz greifen wir jetzt hier mal ordentlich an und besiegen wahrscheinlich den gelben Gegner voll komplett. So, jetzt ein Witz. Sehe ich da kein Militärgebäude mehr, das ich einnehmen kann? So, warum baue ich da jetzt eine Festung hin, dass wir möglichst viel einnehmen und möglichst viel sehen? Ansonsten muss ich vielleicht doch noch irgendwie einen, es wurde ja in Kommentaren, glaube ich, geschrieben, einen Bogen bräuchten wir dafür. Aber wir haben jetzt auch keine Kohle mehr, also wir haben scheinbar alles. Wir haben auch da keine Eisen mehr drin. Ja, zur Not müssen wir das eben so einnehmen. Das ist dann auch irgendwo okay. Da sitzen schon ein paar Truppen drin. Hier sitzen aber auch noch einige Truppen drin. Die will ich nicht verlieren. Das Lager steht. Also ich glaube, wir können die beiden schon mal zurücksetzen. Die kommt da ja hin, ohne Probleme. Ich will die hier oben nicht verlieren. Vielleicht übertreibe ich es jetzt auch ein bisschen. Das ist gut möglich. Und es braucht natürlich Jahrhunderte, bis die Rohstoffe wieder hochgetragen wurden. Ich würde sagen, dann kümmern wir uns hier um den nächsten Gegner schon mal. Dass wir auch noch den letzten Gegner besiegen. Oh, da sind jetzt tatsächlich nur noch schlechte Einheiten drin. Scheint aber erstmal nicht viel zu ändern.
Wir marschieren sehr gut durch die ganze Geschichte. So, den Landweg nehmen wir. So, jetzt haben wir auch hier eine Verbindung gleich. Das heißt, wir können zumindest mal hier ein bisschen zurücksetzen. Will ich das hier offen halten? Ich halte das erstmal offen. Sind noch nicht so viele wertvolle Einheiten. Ist also hoffentlich nicht so prickelnd wichtig. So, hier wurde noch nicht gebaut. Da kommen langsam die Ressourcen an. Ah, da muss doch mehr sein als Dänemark. Bei der Landesgröße. Okay, das wird in Skandinavien hochgehen wahrscheinlich, ne? Ja, wahrscheinlich wird er so sein. Ich hatte irgendwie eine ganze Zeit im Kopf, dass das hier schon Skandinavien wäre, aber... sind wahrscheinlich eher baltische Staaten und hier dann auch Russland, Finnland. Ja. Wahrscheinlich irgendwie so zusammengeschrumpft. Okay. Dann wird auch schon mal ein Lagerhaus. So, die Burgfestung wird jetzt auch angegangen. Wir kriegen jetzt aber kein Problem mit Stein, oder? Wir hatten doch so viel. Nee. Da muss nur ein bisschen drum rumlaufen, dass er weitermachen kann. Oh, was ich mich gerade frage, was ich vielleicht abwarten sollte. Ich sollte nicht so vorpreschen, weil wir brauchen ja auch noch hier Einheiten, die das besetzen müssen, auf jeden Fall. Weil zur Not warten wir, bis das fertig ist und wir reißen das ab. Ah, wir können weiter vorrücken. Ich glaube, darauf müssen wir keine Rücksicht nehmen. Wir werden hier sicherlich auch einige verlieren, da wir auch mit Rekruten angreifen. Aber die schlagen sich ganz gut. Da kann man jetzt erstmal nicht meckern. Mit den Generälen geht es natürlich schneller. Aber das dürfte jetzt auch wenig überraschend sein. Habe ich das übersehen? Oder ist da jemand so Steiges drin? Sehr schön, dann können wir uns hier von der Insel zurückziehen. Und die finden hoffentlich den Weg zurück.
Dann fehlt jetzt noch Schweden und Norwegen zum Einnehmen. Sehr gut. Da kommen hier alle fleißig reingelaufen. Da unten auch noch ein paar drin. Wir können auch hier noch eine Verbindung ziehen. Dann weiter geht's. Von ganz hier hinten kommt die nach vorne. Das ist spannend. Gut, hier verläuft die Grenze. Können auch das hier aufgeben. Genau, mal hier wieder durchklicken, ob wir beschossen werden. Wieder weiß man nicht so aus. Da haben keine steigenden Einheiten überlebt. Oder ich habe sie gar nicht mitgeschickt. Ich hätte gerne hier die Verbindung ziehen können. So, du bist fertig. Jetzt kommt auch hoffentlich noch jemand rein. Das war der Blickgewinn. Das sollten wir auf jeden Fall dann alles sehen können. Ich habe ein bisschen Schiss, das anzugreifen tatsächlich. Katapult. Oh, oh, oh. Da habe ich gepennt. Verdammt. Das hat uns Generäle gekostet. Muss ich die beiden einnehmen? So, jetzt werden hier wieder einige Truppen frei. Gleich, und das ist auch notwendig. Ich denke, die kommen dahin. Nicht so weit weg jetzt. Trotz allem erstmal Wege, dass Überfälligen auf jeden Fall entspannt zurücklaufen können. Wo wir dann langsam auch hier mit dem Abriss beginnen. Problem ist, wir haben hier nichts Steiges in der Hand. Thank you.
Schon noch mal Glück haben. Warum wollt ihr da rein, Leute? Das brauchen wir nicht. So, da haben wir auch Steigeinheiten drin. Das ist alles ganz okay. Das wird noch gebaut. Beeilt euch bitte, bevor der General weggeschossen wird. Sehr schön. Da haben wir das Hauptgebäude eingekreist. Jetzt müssen wir eigentlich das hier noch einnehmen. Da würde ich aber gerne auf Verstärkung warten. Und wir sind auch schon sehr weit drüben, sehe ich gerade. Dann machen wir das in der nächsten Folge. Ich bedanke mich. Vielen, vielen Dank, dass ihr mit dabei wart. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, lasst euch gut gehen oder rein. Ciao, ciao.